Das Singleplayer-Fantasy-Rollenspiel Drakensang am Fluss der Zeit bildet das Prequel zum Vorgänger Drakensang, welcher gleichzeitig der erste Teil der Reihe ist. Basis für die Spielwelt ist die Welt von das Schwarze Auge, dem größten deutschen Pen-and-Paper-Rollenspielsystem. Das Intro des Spiels findet 23 Jahre nach den Ereignissen von am Fluss der Zeit statt. Hör zu. Es ist eine Geschichte über Verrat und Gier. Und vom Beginn einer Freundschaft. Man erlebt die Geschichte aus der Perspektive des eigenen Heldens. Das Abenteuer startet in Nadoret, wo der eigene Spielcharakter mit den Hauptcharakteren Ado, Forgrim und Quano zusammentrifft, die ihm zuvor bei einem Piratenüberfall das Leben retteten. Hintergrund dieser Begegnung ist, dass Quano und seine Konkurrentin Mora sich um den Titel König der Diebe streiten. Um herauszufinden, wer von beiden sich mit diesem Titel schmücken darf, wollen sie einen Wettstreit austragen. Ein zwielichtiger Geselle schlägt ihnen daraufhin vor, die Rauskrone, welche das Zeichen für die Kaiserwürde darstellt, zu stehlen. Mora kommt Quano zuvor, indem sie die Krone stiehlt und durch ein Duplikat ersetzt. Als Quano sich ebenfalls am Diebstahl der Krone versucht, wird er vom Hüter der Reichsinsignien Ado und seinem Leibwächter Forgrim erwischt. Dabei stellen sie fest, dass die Krone nur ein Duplikat ist und machen sich daraufhin gemeinsam auf die Suche nach Mora und der Krone. Diese wird auf der Flucht von Piraten in Gefangenschaft genommen und nach Burg Nadoret gebracht. Die Hauptcharaktere haben zunächst ihre Spur verloren. Ihre letzte Information lautet, dass sie in der Hand von Flusspiraten ist. Gemeinsam stürzt man sich mit Ado, Forgrim und Quano in dieses Abenteuer. In Drakensang am Fluss der Zeit bewegt man sich frei in der Welt. Allerdings ist es kein Open World à la Skyrim, sondern beschränkt sich auf die Umgebung der Schauplätze. Man steuert seinen Spielcharakter oder wahlweise auch ein oder mehrere der verschiedenen Begleiter. Hauptbestandteil des Gameplays ist die Interaktion mit anderen Figuren der Spielwelt, um Informationen zu sammeln. Man kann oft zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten auswählen, die kleinere Auswirkungen auf das weitere Spielgeschehen bzw. den Gesprächsverlauf haben. Oftmals führt man einfache Hol- und Bringquests für diese Figuren aus, die wiederum durch Hindernisse erschwert werden. Die Erkundung von Bereichen wechselt sich mit Kampfsituationen ab, welche in Echtzeit ablaufen, jedoch unterbrochen werden können. Für die Erledigung von Quests oder das Kämpfen erhält man Abenteuerpunkte, mit denen man seinen Charakter verbessern kann. Dabei hat jeder Charakter individuelle Fertigkeiten und Kampffertigkeiten, die in einem Charakterbogen festgehalten werden. Die Werte bestimmen über die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Ausführung einer Probe, ob etwas gelingt. Dies geschieht in Form eines virtuellen Würfelwurfes, der im Hintergrund abläuft. Diese Spielmechanik leitet sich das Rollenspiel aus den Regeln von Das Schwarze Auge, dem bereits erwähnten Pen-and-Paper-System. Das Genre des Computerspiels bestimmt mit, wie stark die narratologische Ebene ausgeprägt ist. Wie in der Grafik zu sehen ist, entwickeln Rollenspiele Narrationen hauptsächlich über die Charaktere. Damit bewegt es sich in einem stark narrativ geprägten Genre in Abgrenzung zu Simulationsspielen oder Adventures, bei denen die Narration den wichtigsten Aspekt des Spiels darstellt. Die Erzählung lässt sich narratologisch als Rahmenhandlung definieren. Als Erzähler fungiert hierbei der bartlose Forgrim, den man bereits im Intro kennengelernt hat. Das Gespräch zwischen Forgrim und Kladdis bietet das äußere Gerüst der Handlung, in die bei dem Tod des Spielcharakters bzw. bei Ladesequenzen zurückgekehrt wird. Das kann doch gar nicht sein. Sag mir, wie es wirklich weitergeht. Die Binnenhandlung ist das eigentliche Spielgeschehen, die durch den Spielcharakter und die Interaktion mit und zwischen Nicht-Spielcharakteren vorangetrieben wird. Dabei ist die Reihenfolge der Quests nicht vorgeschrieben, sondern zu gewissem Grad dem Spieler überlassen. Die Plotpoints der Geschichte werden mit Hilfe von Cutscenes erzählt. Wacht auf! Wir werden angegriffen! Ein Teil der Narration ist dabei dem Spieler überlassen, der durch den Charakterbogen und das Verbessern gewisser Fertigkeiten bestimmte Lösungswege wahrscheinlicher bzw. unwahrscheinlicher werden lässt. Wenn man sich zum Beispiel auf das Kämpfen spezialisiert hat, sind diplomatische Lösungswege, wie durch Überreden, weniger erfolgsversprechend, was einen individuellen Spielstil ermöglicht. Man erzählt selbst, welcher Charakter man ist und dementsprechend fallen auch die Ergebnisse aus. Drakensang ist ein narratives Rollenspiel, welches hohes literarisches Potenzial aufweist, das auch für den Deutschunterricht genutzt werden könnte. Mediennutzungsstudien zeigen auf,
dass sich die Gewohnheiten der Schülerinnen und Schüler weg von der Rezeption klassischer Literatur hin zu alternativen Rezeptionsmöglichkeiten wie beispielsweise Mobile Games oder auch Computerspiele verändert haben. Man könnte viele Kinder und Jugendliche abholen, indem man sie an einem ihnen bekannten Medium arbeiten lässt, was wahrscheinlich eine erhöhte Motivation bei der Arbeit mit literarischen Inhalten hervorrufen würde und damit gleichzeitig literarischen Kompetenzerwerb ermöglicht. Diese These lässt sich stützen, indem man die 11 Aspekte literarischen Lernens von Spinner heranzieht. An ihnen wird deutlich, dass sich der Erwerb literarischer Kompetenzen nicht auf die klassische Rezeption von Literatur beschränkt, sondern auch anhand anderer Medien gelingen kann. Eine Schülerin oder ein Schüler, der die Kompetenz erworben hat, die narrative und dramaturgische Handlungslogik einer Erzählung zu durchdringen, kann diese sowohl in Bezug auf literarische Texte als auch auf audiovisuelle Medien übertragen. Es bleibt aber die Frage, wie literarische Aspekte anhand von Computerspielen konkret erarbeitet werden können, vor allem, weil es sich um ein Gebiet handelt, in dem es noch an Erfahrungen mangelt. Anhand von Drakensang soll gezeigt werden, wie zum Beispiel die narrative und dramaturgische Handlungslogik erarbeitet werden kann. Hierzu wird das Modell von Böhlmann herangezogen, welches als Grundlage für die Erzähltextanalyse genutzt werden kann. Dies geschieht durch die Übertragung der übergreifenden narrativen Strukturen des Rollenspiels in eine Strukturgrafik. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler besteht darin, die Abfolgen und Zusammenhänge, wie den Handlungsverlauf in der Erzählung, durch eine einfache Darstellung zu veranschaulichen, damit im Anschluss, zum Beispiel in Form eines literarischen Gesprächs, darüber gesprochen werden kann. Narrative Computerspiele bestehen aus Spielpassagen und filmartigen Sequenzen, in denen die Narration eingebettet ist. Innerhalb dieser filmartigen Sequenzen wird dem Spieler ein Teil der Geschichte präsentiert, ohne dass er Einfluss auf den Ausgang der jeweiligen Sequenz hat. Während der Spielpassagen steuert und bestimmt der Spieler den Handlungsverlauf aktiv. Die erzählerische Dynamik resultiert aus dem Wechselspiel dieser beiden Formen. Im Folgenden schauen wir uns den ersten Akt der Erzählung in Nadoret an. In einer ersten Präsentationssequenz wird der Spieler direkt nach dem Ende seiner Ausbildung vom Agenten Gerling angeworben, um ihm bei seinen Ermittlungen zu den Piratenüberfällen zu helfen. Der Spieler wird somit in einen neuen Handlungsstrang verwickelt, der neugierig auf das Kommende macht. Daraufhin folgt die Vorstellung seiner Komplizen, woraufhin der Spieler in den Plan eingeweiht wird und diesem zustimmt. Narratologisch wird damit die Aufgabe konkretisiert und ein Ziel ins Auge gefasst. Man vereinbart ein nächtliches Treffen, womit eine Handlungssequenz in Gang gesetzt wird, in dessen Verlauf der Spieler sich auf die Mission vorbereiten kann. Die Vorbereitung ist dabei dem Spieler selbst überlassen. Der Spieler wartet gemeinsam mit Jakon auf Fyris und Gerling, um zur Tat zu schreiten, als sich herausstellt, dass dieser kurzerhand von den Schmugglern entführt und in einem Lagerhaus festgesetzt wurde. Diese Präsentationssequenz dient dem Spannungsaufbau, da die Mission zu scheitern droht und unser Auftraggeber in Gefahr schwebt. Damit wird die Dringlichkeit zu handeln deutlich. Die Gruppe versucht Gerling zu Hilfe zu eilen, welches jedoch durch das plötzliche Auftauchen einiger Schergen der Schmugglerbande erschwert wird. Dramaturgisch wird dem Spieler hier eine Herausforderung gestellt, da sich die Bande zwischen ihn und das anvisierte Ziel stellt und den Spannungsbogen steigen lässt. Letztendlich erreicht die Gruppe die Lagerhäuser, wobei sie sich aufteilen, um nach Gerling zu suchen. Der Spieler bleibt zurück und tappt in einen Hinterhalt. Da der Held jetzt auf sich alleine gestellt ist, wirkt die Situation besonders bedrohlich. Es kommt daraufhin zum Kampf des Spielers mit den Schmugglern, woraufhin der Spieler entweder Jakon oder Fyris zu Hilfe eilt. Es stellt sich heraus, dass der Gruppe eine Falle gestellt wurde, sodass man gezwungen wird, sich durch das Lagerhaus zu kämpfen, um Gerling und Fyris zu retten. Als man dort angelangt, wird der Spieler Zeuge, wie Kaltenstein, der sich als Strippenzieher zu erkennen gibt, Fyris ermordet und sich der Gruppe mit Hilfe eines Golems entledigen will. Die Gruppe überwältigt den Golem und befreit letztlich Gerling und trauert um Fyris. Am Beispiel des Fantasy-Rollenspiels Drakensang am Fluss der Zeit ist deutlich geworden, dass Computerspiele eine interessante Ergänzung zum Literaturunterricht sein könnten, denn sie können differenzierend eingesetzt werden und wirken durch die emotional-affektive Verbindung zum Medium motivierend und der Rezeptionsprozess gelingt leichter. Man kann nicht davon ausgehen, dass der klassische Literaturunterricht dadurch ersetzt werden könnte, aber sie bieten einen neuen Zugang zum Erwerb literarischer Kompetenzen, wie er in der Strukturgrafik erkenntlich geworden ist.
Diese kann nicht nur an sich im Unterricht thematisiert werden, sondern auch als Ausgangspunkt für weitere literaturwissenschaftliche Beobachtungen und Analysen genutzt werden, zum Beispiel für einen multimedialen Vergleich, in dem Texte nach dem Vorbild anderer Medien umgeschrieben werden. Auch literarische Personenbeschreibungen wären denkbar.